Die Jecken sind los. In Köln ist ungeachtet der Sorge vor den angekündigten Wetterkapriolen der Rosenmontagszug gestartet. Und tatsächlich ist es sogar trocken, zum Teil zeigt sich blauer Himmel. Vorsichtsmaßnahmen haben die Veranstalter trotzdem getroffen. Die Maßnahmen, die wir gestern Abend ergriffen haben, bereits die Pferde rauszunehmen und die Großfiguren und Schilder, dabei wird es bleiben. Alle Fest- und Persiflagewagen sind auf jeden Fall mit im Zug. In den Karnevalshochbogen am Rhein werden auch in diesem Jahr wieder hunderttausende Menschen erwartet. Der größte Umzug findet traditionell in Köln statt. Hier ist auch der als Astro Alex bekannte deutsche Weltraumfahrer Alexander Gerst dabei. In diesem Jahr steht der Kölner Karneval unter dem Motto: Uns sprach es Heimat.